herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Die Gäste begrüße ich ganz herzlich, allen voran den Cheftrainer Sebastian Hoeneß, herzlich willkommen. Und ich würde sagen, dass wir Ihnen auch direkt das erste Wort geben, voran noch ein paar Worte zum Prozedere. Wir machen das wie immer einfach digital, liebe Kollegen, die Hand heben, dann rufe ich euch auf. Vorher lassen wir die beiden Trainer noch ihr Statement abgeben und Herr Hoeneß, bitte beginnen Sie damit. Ja, also auch von mir ein Hallo in die Runde. Ja, ich denke, dass wir gerade in der ersten Halbzeit ein ganz, ganz ordentliches Spiel machen. Gerade am Anfang musste man noch die ein oder andere brenzliche Situation überstehen in den ersten Minuten. Dann habe ich aber gesehen, dass wir die Kontrolle übernommen haben. Zu richtig klaren Torchancen sind wir dann eher kurz vor der Halbzeit gekommen. Das Tor der Mainzer war zumindest aus meiner Perspektive gefühlt in eine Phase rein, wo wir am Drücker waren. Klar, das war sicher auch der Plan, aus tiefen Balleroberungen lange Konter zu fahren. Da sahen wir auch nicht gut aus. Trotzdem hat sich das jetzt zumindest nicht angebahnt. Dann hatten wir nochmal ein, zwei wirklich gute Möglichkeiten vor der Halbzeit, zumindest mit dem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen. Ich denke, dass dieser Rückstand in der Halbzeit aus unserer Perspektive nicht gerechtfertigt war. In der zweiten Halbzeit habe ich es ähnlich gesehen, dass wir mehr Ballbesitz haben. Auch mir ist klar, dass das wahrscheinlich auch geplant war. Aber trotzdem waren wir viel in der gegnerischen Hälfte, haben dann auch das 1-1 gemacht. Trotzdem alles in allem zu wenig klare Torchancen kreiert. Das ist der Vorwurf, den wir uns machen müssen, gerade in der zweiten Halbzeit, dass aus dieser Dominanz oder gefühlten Balldominanz zu wenig klare Torchancen kreiert wurden. Und dass Mainz dann immer mal wieder gefährlich wird, das haben sie dann gezeigt durch Mateta, auch wenn ich in der Situation beklage, dass wir aus meiner Perspektive zweimal gefoult werden. Und trotzdem hat man dann gesehen, wie gefährlich Mateta werden kann, wenn er Platz hat. Das haben wir trotzdem im Großen und Ganzen ganz gut wegverteidigt. Und klar haben wir dann gehofft, diesmal derjenige zu sein, der dann so einen Lucky Punch in den letzten Minuten fährt. Das hat sich dann aber mit der roten Karte erledigt. Damit ist das Spiel dann nochmal auf die andere Seite gekippt und wir mussten gefühlt 10 Eckbälle nochmal verteidigen, was die Jungs dann auch gut gemacht haben. Aber aufgrund der letzten 10, 12, 15 Minuten müssen wir dann am Ende auch mit dem 1-1 leben, auch wenn wir nicht happy sind mit dem Ergebnis. Danke. Vielen Dank, Herr Hoeneß. Jan Moritz, bitte deinen Kommentar zum Spiel. Es ist schwierig, dem jetzt noch extrem viel hinzuzufügen. Ich glaube, das Spiel kann man genau so beschreiben. Wir haben am Anfang die gefährlicheren Situationen, kommen zu dem Kopfball, kommen mit dem Schuss von Bözius zu einer Situation, die relativ gefährlich ist, haben dann der Ecke noch von Mateta die Situation. Und dann ist es schon so, dass Hoffenheim einfach insgesamt mit dem Ball mehr Positionsspiel macht. Das war uns aber bewusst. Das war auch so, dass wir damit gerechnet haben, um dann die Situation so auszuspielen, wie wir es bei dem Tor machen. Das haben wir einfach zu selten gemacht. Dass wir mit den drei Spielern hinten so ein bisschen an diesem Drei-Mann-Anlaufen vorbeikommen, um dann entweder in den Halbraum zu kommen oder wenn der Innenverteidiger drauf ist auf unserem Halbraumspieler, dass wir dann direkt tief spielen können, so wie das bei dem Tor passiert ist. Das muss man dann sagen, haben wir zu selten geschafft. Ich glaube auch, weil Hoffenheim sehr, sehr aktiv dann angelaufen ist. Das ist einfach ein Punkt, wo wir dann sagen, da müssen wir uns verbessern, um dann noch klarer, auch in so Situationen, wo der Gegner viel Druck macht, rauszukommen und noch mehr Torchancen für uns zu kreieren. Die zweite Halbzeit definitiv auch meinem Kollegen folgend so, dass da keine Großchancen entstanden sind für Hoffenheim, aber doch eine Dominanz entstanden ist, wo wir einfach für uns sagen, da sind wir zu tief gefallen. Da wollten wir auch immer wieder in der Halbzeit besprochen, eigentlich mehr vorwärts zu verteidigen, gerade unsere Außenverteidiger und unsere Sechser immer wieder rauszupumpen, um nicht ganz so tief zu fallen, um den Gegner vom Tor wegzuhalten. Wir haben es geschafft, nicht viele Chancen zuzulassen, aber wir haben es auch nicht geschafft, uns dann wieder besser zu befreien in den Momenten. Und dann fällt es 1-1 und danach sieht man wieder, dass ein aktiveres Spiel von uns auch dazu führen kann, dass wir wieder Torchancen bekommen. Einmal Mateta und einmal der Schuss nach der Ecke von, ich glaube, St. Just war es, wo Baumann dann gut hält.
Und da sind wir wieder mehr im Spiel. Und am Ende, klar, mit einem Mann mehr, viele Standardsituationen, wo wir einfach sagen, wenn wir irgendwann nach einer Standardsituation nochmal ein Tor machen, würden wir uns wirklich freuen. Ganz lieben Dank, Jan Moritz. Dann ist jetzt die Zeit für eure Fragen. Bitte hebt eure Hand digital und dann rufe ich euch auch. Und wir beginnen mit Benny Hofmann vom Kicker. Ja, hallo Herr Hoeneß. Ich hätte eine Frage zu Diadisa Maseku. Ich hoffe, Sie verstehen mich, weil wir haben hier eine Rückkopplung. Ich weiß es nicht. Hören Sie mich? So, ich versuche es mal, indem ich aus dem Raum gehe. Vielleicht ist es dann besser. Entschuldigung. So, jetzt nochmal die Frage zu Samaseku. Er läuft unheimlich viel ab, läuft Räume zu, gewinnt viele Zweikämpfe, hat aber im Aufbau auch den ein oder anderen Fehlpass. Wie kann man daran arbeiten? Wie kriegt man das raus bei ihm? Ist das eine Konzentrationsfrage? Ist das eine Erfahrungsfrage? Was kann er da einfach besser machen? Also, ich müsste mir das Spiel jetzt nochmal anschauen. Klar, den einen Querball habe ich jetzt habe ich im Kopf, aber der Judge hat heute sehr viele Ballaktionen gehabt. Und ich glaube, da muss man dem Spieler auch zugestehen, dass man da keine hundertprozentige Passquote hat. Ich glaube, dass er trotzdem eine ganz gute Quote eigentlich hatte. Deswegen, also ja, natürlich kann er daran arbeiten, aber Sie haben es schon völlig richtig gesagt, seine große Stärke ist natürlich, große Räume zu verteidigen, hat einen großen Verteidigungsradius, ist, glaube ich, einer der besten Ballklauer, Balleroberer in der Liga. Wenn er das jetzt auch noch richtig gut machen würde, dann behaupte ich jetzt mal, würde er wahrscheinlich gar nicht bei uns spielen. Und ich denke, dass er das trotzdem sehr, sehr ordentlich gemacht hat heute. Frank Hellmann, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Lichte. Sie haben jetzt 5 Punkte geholt in den letzten 3 Spielen. Würden Sie sagen, Mainz 05 auf dem richtigen Weg? Und das ist der Aufwärtstrend, den Sie und auch Sportvorstand Rufen Schröder immer eingefordert haben? Ja, ich glaube schon, das ist, ich meine, vorher hatten wir wenig Punkte. Jetzt haben wir in den letzten 3 Spielen 5 geholt. Das ist auf jeden Fall eine Punkteentwicklung. Die Spiele sind über weite Strecken, glaube ich, auch so, dass wir sagen können, wir entwickeln uns da positiv. Da waren aber auch davor schon ein paar Spiele, was ich immer wieder auch sage, wo wir unglücklich verloren haben, wo ich das Gefühl hatte, da waren wir auch dran, Punkte zu holen. Am Ende fehlen uns trotzdem immer mal ein paar Punkte und sind da noch nicht in der Lage, die Situation dann so auszuspielen, dass wir vielleicht dann des Öfteren dann nochmal 3 Punkte holen. Aber insgesamt, glaube ich, jetzt 3 Spiele in Folge nicht verloren. Ist von da, wo wir herkommen, eine positive Entwicklung, ja. Peter Herbert Eisenhut, bitte. Ja, guten Abend, Jan Moritz. Dass ihr in der zweiten Halbzeit passiver gestanden habt, passiver geworden seid, war das ein bisschen so wie in Freiburg, die Angst davor, plötzlich was zu verlieren zu haben? Oder was spielte da mit? Ja, das müssen wir uns nochmal genau angucken. Also gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass wir bei Führung momentan das Gefühl haben, vielleicht mehr diese Führung und den Vorsprung verteidigen zu wollen, anstatt selber weiter aktiv zu sein und selber aktiv vielleicht die Vorentscheidung für uns zu kreieren. Das ist mein Gefühl, schon auch bei den Interviews draußen gesagt. Was für uns jetzt nochmal wichtig ist, die Analyse und zu gucken, wurden wir so passiv oder hat es der Gegner so gut gemacht, dass wir eigentlich keinen richtigen Druck drauf bekommen haben und eigentlich keine Möglichkeiten hatten, aktiver zu sein. Aber ich glaube, es wird irgendwo dazwischen liegen und es besteht immer die Möglichkeit, dann doch weiter rauszurücken und weiter vorwärts zu verteidigen. Aber wie gesagt, das würden wir gerne nochmal in der Analyse uns in Ruhe angucken. Peter Dörr von der Bild-Zeitung, bitte. Ja, hallo. Ich möchte mal auf diese 82. Minute und auf die Ereignisse nach der roten Karte kommen. Jan Moritz, kannst du aus deiner Sicht mal schildern, was da zwischen den Bänken los war? Und Herr Hoeneß, im Fernsehen ist zu hören, dass Sie rufen, hör auf, unsere Spieler zu beleidigen. Gab es da Beleidigungen von Rufen Schröder in Ihre Richtung? Also jetzt erstmal, wenn ich es schildern soll, war es so, dass beide Seiten emotional auf die Situation reagiert haben. Das jetzt für mich keine besondere Situation war, weil das passiert einfach, wenn,
in der 82. Minute beim Stand von 1-1 so eine Situation passiert, wo jeder natürlich das Gefühl hat, innerlich recht zu haben, dann passiert sowas. Und das gehört dazu. Und ich finde, das ist auch nicht so schlimm, dass es dazu gehört. Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, ihr habt ja alle gesehen, wir haben uns danach die Hand gegeben und dann ist das Thema auch erledigt. Und da ging es nicht um eine Beleidigung, auch wenn das Wort gefallen ist. Es ging einfach nur darum, dass unser Spieler mit einer roten Karte vom Platz geht. Und dann gab es noch irgendeinen Spruch. Keine Beleidigung, ich habe keine Beleidigung gehört. Und es ging auch übrigens nicht an Ruven Schröder. Ich weiß nicht, wie Sie das so verstanden haben. Also alles gut, einfach viel Emotionen nach einer, ja, erstmal nach einem intensiven Spiel und einer roten Karte beim Stand von 1-1. Deswegen, das brauchen wir jetzt nicht größer machen, als es ist. Tobias Schwieder vom Sportinformationsdienst. Ja, hallo. Eine Frage an Herrn Hoeneß. Wie erklären Sie sich das, dass in der Europa League es momentan wie am Schnürchen läuft und in der Bundesliga seit dem Bayern-Sieg eher schleppend? Ja, das ist... Das ist schwierig zu erklären. Einerseits, das hatte ich schon mal nach dem Wolfsburg-Spiel gesagt, klar ist Bundesliga wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ist einfach nochmal ein bisschen anderes Niveau. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir halt aus einer oder relativ lang schon in einer Phase stecken, wo wir ganz schön zu kämpfen haben mit Verletzungen und dann auch mit Corona-Fällen. Das soll überhaupt kein Alibi sein. Es geht einfach nur darum, das mit einzubeziehen in der Beurteilung. Trotzdem sind wir überhaupt nicht zufrieden mit der Punktausbeute. Alle Spiele, die letzten, die Sie jetzt angesprochen haben, waren sehr knapp. Ähnlich wie heute, wo Kleinigkeiten dann ja, über Sieg, Niederlage oder Unentschieden dann entscheiden. Und wir schaffen es gerade nicht, die Momente zu kreieren, um Spiele dann auch zu gewinnen. In so einem heutigen Spiel möglicherweise einfach auch mal in Führung zu gehen, um nicht einem Ergebnis hinterherzulaufen. Das schaffen wir nicht. Oder dann halt vielleicht hinten raus nochmal einen Lucky Punch zu setzen, mit einem Mann weniger auch, ist auch das schwierig. Und da, ja, da tun wir uns schwer gerade. Das ist in solchen Phasen auch manchmal so, dass man sich die Dinge extrem erarbeiten muss. Und deswegen gilt es jetzt für uns da einfach auch weiter dran zu arbeiten und ruhig zu bleiben, zu analysieren, die Dinge besser zu machen. Und dann wird der Sieg schon kommen. Aber es hilft jetzt nichts, irgendwie den Kopf zu senken. Wir müssen nach vorne schauen. Wir haben jetzt am Donnerstag die Möglichkeit, den Gruppensieg klar zu machen. Das ist das Ziel. Und dann geht es gegen Augsburg darum, den lang ersehnten Dreier jetzt zu holen. Frank Hellmann, bitte. Herr Hoeneß, ich würde da noch mal gerne anschließen. Augsburg ist der nächste Gegner in der Bundesliga, aber wenn man dann auf den Spielplan guckt, kommen noch sehr schwierige, sehr schwere Gegner. Muss man eventuell den Blick, Köln hat auch gepunktet, nach unten richten oder sagen Sie, dieses Potenzial in Hoffenheim ist so gut, das ist für diese Mannschaft, für diesen Kader gar kein Thema? Das würde ich grundsätzlich würde ich das so sagen. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns stabilisieren, indem die Spieler zurückkommen und auch bei uns bleiben. Um ehrlich zu sein, schaue ich jetzt gar nicht nach oben, nach unten. Es geht für uns jetzt einfach darum, dass wir jetzt einen Dreier einfahren und dass wir uns dadurch dann wieder Sicherheit holen, dass wir Stabilität entwickeln. Das sind jetzt unsere Themen, an denen wir auch arbeiten müssen. Alle anderen Gedanken, tabellarisch, die helfen uns aktuell nicht. Wir müssen jetzt gemeinsam aus der Situation raus, indem wir ja, gut analysieren, trotzdem nach vorne schauen, positiv bleiben und das nächste Spiel wieder angehen. Christopher Michel, bitte. Hallo Herr Lichte, eine Frage nochmal zu der Situation rund um Geiger. Als er den Platz verließ, hatten Sie da auch nochmal einen kurzen Dialog mit ihm? Können Sie da nochmal schildern, worum es da ging, was Sie ihm da gesagt haben oder was er Ihnen auch gesagt hat? Nee, Dennis hat mir gesagt, er wollte den Karim nicht verletzen und das habe ich ihm natürlich voll abgenommen. Also das war für mich nochmal in der Kommunikation einfach auch zu sehen, dass er natürlich das Foul machen wollte und da auch intensiv hinterhergegangen ist, aber dass er dann einfach mir nochmal mitteilen wollte oder ja, dass er da keinen verletzen wollte. Da bin ich definitiv fest von überzeugt, dass es auch so war.
Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung, bitte. Ja, guten Abend, Jan Moritz. Levin Öztunali ist verletzt ausgewechselt worden. Was war da der Grund? Und also, war das denn dieser Tritt, den er abbekommen hat? Und wie hast du seine Leistung heute wieder auf der rechten Seite gesehen? Ja, Levin hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, wieder viele gute Ballgewinne. Macht es auf der Position für uns sehr, sehr aktiv gut. Auch in der zweiten Halbzeit, wie auch der Rest der Mannschaft vielleicht ab und zu, mit der Möglichkeit, noch aktiver vorwärts zu verteidigen, ein bisschen weiter draußen zu verteidigen. Aber insgesamt ist, wir sprechen ja des Öfteren drüber, mit zuletzt ja auch über Levin gesprochen, einfach so, dass einem als Trainer das gut tut, wenn da konstant jetzt die Leistung abgerufen wird, auf die man sich verlassen kann. Und das einfach auf einem sehr guten Niveau für uns. Ich glaube, war keine Foul-Situation, die dazu führte, dass er dann nicht mehr konnte, sondern der Oberschenkel hinten hat zugemacht. Müssen wir jetzt mal gucken, was dabei rauskommt. Kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich sehe kein weiteres Handzeichen mehr. Doch, Peter Dörr von der Bild-Zeitung, bitte nochmal. Jan Moritz, das war jetzt zum zweiten Mal, dass der Gegner wahnsinnig viel mehr Ballbesitz hatte. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit waren 70%. Ist es euer Spiel, dem Gegner jetzt den Ball zu überlassen und dann über Pressing und Kontern die Tore zu machen? Ist es ganz gezielt? Ja, es ist auf jeden Fall, da haben wir auch schon öfter jetzt drüber gesprochen. Ich glaube, das ist einfach was, wo wir gucken müssen, wo haben wir unsere Stärken am Ende und was bringt uns dazu, Torchancen zu haben und aus welchen Situationen bekommen wir Torchancen, wie leicht können wir uns Torchancen erarbeiten, wo wir auch oft drüber gesprochen haben, dass wir sehr oft uns unheimlich anstrengen mussten, bevor wir mal so eine Torchance hatten. Und das sind einfach Situationen für uns, wo wir Stärken haben, wo wir im Umschalten Stärken haben, wo ich mir wünschen würde, dass wir, das werden wir auch nochmal in Ruhe analysieren, aber wo ich glaube, wo wir noch schneller nachrücken können, wo wir im Gegenpressing ein bisschen wacher sein könnten, um dann auch wieder aktiver zu sein und das Ganze dann auch mal in die gegnerische Hälfte für eine gewisse Zeit zu verlagern. Aber prinzipiell habe ich das vorhin gesagt, dass aus der Spieleröffnung heraus wir uns ein paar mehr Situationen erhofft hätten, die wir besser ausspielen. Aber dass das prinzipiell uns jetzt nichts ausmacht, das Ganze, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat als wir. Gibt es noch Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr, dann bedanke ich mich und wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und allen anderen einen guten Start in die Woche morgen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao.